Oh Gott! Hey. Ich bin ausgebildet, halt dich von mir fern! Ah, oh, der hat keinen Ausweis! Oh mein Gott! Herzlich willkommen! Pascal! Zurück zu Entity! Wir spielen heute wieder Entity! Escape the Backrooms, weil wir haben heute ein neues Update raus. Ja! Und wir werden heute nicht 2 Stunden im Fun-Level sitzen. Ja, das sagst du. Aber Level Fun. Oh yeah. Hier hängt ein Zettel. That thing doesn't want us to escape. Exit. Fix it. Oh, wir müssen die Leiter diesmal erst reparieren. Wenn du C drückst. Ah. Ausweisen. Ich bin ein professioneller Typ hier. Ein Spalt. Weißt, man dreht sich eine Sekunde um und ihr seid weg. Ada. Adam, Sie da vorne, Spieler, ja. Können Sie sich ausweisen? Entity. Aha, okay. War hier nicht irgendwo Entity? Entity. Ich denke mal, dass er zufällig spawnen wird, oder? Ich meine, er ist die letzten Male immer hier irgendwo gespawnt. Weil du das sagst, aber auch zufällig. Hey, ich habe ein Stück Leiter gefunden. Ich habe 2 Stücke Leiter. Ich habe 3 Stücke Leiter gefunden. Oh, hier ist auch ein Stück Leiter. Und die Leiter. Wow, das ist ein richtig kompliziertes Rätsel, wenn alle Leiterstücke direkt bei der Leiter sind. Damn. Aber ich habe einen Schlüssel gefunden. Ich würde sagen, wir suchen Entity. Da war nur ein Schlüssel. Oh, Entity! Zeigt ihm eure Ausweise. Ich habe die Tür gefunden. Hier ist die Tür. Rein. Nein, Pascal. Die haben mich alle weggedumpt. Hier, mein Ausweis. Das Entity hat einer meiner Freunde getötet. Wow. Pascal. Wow. Ich bin ausgebildeter Arzt. Lass mich dir helfen. Wow. Okay, Pascal, vielleicht kann ich das doch nicht. Oh, vielleicht bin hier ich musst doch kein auch Arzt. Rein. Ja, nee, die Tür habe ich auch aufgeschlossen mit dem Schlüssel, den ich gefunden habe. Oh Gott, ist mir schwindelig. Okay. Gott. Ihr müsst mal. Ey, du bist runtergefallen. Das sieht unheimlich aus hier unten. Ich brauche Hilfe. Ach, er lebt noch. Hier ist ein Seil, ich kann Edwin bestimmt retten. Hi Edwin. Hier, ich habe ein Seil mitgebracht. Hier, ich binde dich einfach fest und dann klettern wir wieder hoch. Ganz einfach. Ich habe ein Seil. Nein! Hallo. Ah, da bist du. Hier, Franz, ich hab ein Seil. Ganz einfach, du hältst das eine Ende und dann kletterst du wieder hoch und ziehst uns hoch. Wir brauchen eine Kann ich das Seil vielleicht hochwerfen und wieder hochklettern? Glaube ich nicht. Doch, pass auf, ich kann das. Ich kann das nicht. Lass lieber noch einen Ausgang suchen. Ich hab ein Seil, da kann uns gar nichts. Ja, wir hängen uns einfach davor schon auf. Wo seid ihr hin, Freunde? Hallo? Wo dran denn? Die sind nicht mal Haken oder so. An uns gegenseitig. Ja. Der Größte dient einfach nur als Ständer, damit die anderen sich aufhängen können. Ah, ja, ich verstehe. Boah, ist viel, ich suche mir eine Ecke und hänge mich auf, Pascal, das reicht mir jetzt. Wo hast du meine Ständer dafür? Ach, guck mal hier. Hallo? Wow. Ey, das ist ein Kühlschrank. Ey, eine Küche. Lecker. Oh. Und mich lassen hier zurück. Kann man hier. Ja, es ist nur für 2 hier. Wow. Da bist du doch nicht richtig, Oliver. Ja. Nee, ich folge dem Pfeiler! Oh mein Gott! Ich bin ausgebildet, halt dich von mir fern! Entity! Oh, das ist ein Entity! Ich hab ein Seil und ein Personalausweis, weißt du, kannst mir gar nichts! Hey, Pascal! Franz, Hilfe! Hallo! Nein, das stinkt doch mal ein! Ah! Danke, Oliver. Oh, nicht so lange angucken, das tut der Netzhaut nicht gut. Ja, das Ding sieht doch fucked aus. Entity! Da oben ist auch eine Sackgasse. Ja. Ja, der kommt ja nicht mehr raus. Alter, doch zu dritt. Oh. Mit der Kraft der Freundschaft haben wir es doch rausgeschafft. Ja. Mich ja. Verdammt. Zweites Level. Nee, Pascal, wir haben dich mitgebracht und hier oben wieder zusammengebaut. Wir sind hier sicher. Ich hab immer noch das Seil. Check everyone ID, don't trust them. Oh Gott, wir brauchen unsere ID. Jungs, alle ID rausholen. Ist es wichtig. Hä? Oh. Hey. Oh. Ja, ist easy. Ja, boah, einfach gehackt. Erster Stockwerk, bitte. Als ob Edwin das jetzt geschafft hat, hatten wir eigentlich ein Rätsel. Ich glaube, wir müssen einfach ausprobieren. Das war ja ein nahtes Level. Ah, ne. Nevermind. Ach, ich hab Inventar, guck mal, I.
Hm, I. I. Ich hab gehört. Ich hab gehört. Endlich. War das nicht so, dass hier irgendwo ein Typ in der Ecke sitzt, der Menschen tötet? Nein. Das klingt nach einem normalen Kölner Parkhaus. Ein Schlüssel. Kein Schlüssel? Ja, ich hab Schlüssel gefunden. Nimm mit. Nö, lass ich liegen. Oh. Guck mal, da hinten hab ich gerade einen gesehen mit dem Anzug da. Meine Freunde, meine Bonzen. Da vorne läuft er. Ja, das mein ich. Nee. Ich hab den gesehen. Da hinten läuft er. Das sind unsere Freunde, Leute, wir müssen da hinrennen. Hallo! Oh mein Gott. Wer ist das? Weisen Sie sich aus! Ah! Warum hast du die Tür zu? Der kommt doch eh nicht durch die Tür. Wieso macht die dann zu? Hallo? Da vorne läuft wieder so einer. Da kommt einer! Ja. Oh Gott! Da kommt. Ramiro ist tot. Ramiro ist dead. Mach die Tür auf! Oh mein Gott! Weisen Sie sich aus! Guck mal die Tür, Oliver! Hallo, Motherfucker! Ah, der hat keinen Ausweis! Ich hänge in der Ecke fest! Everyone is dead! Und da vorne kommt einer. Was war das? Bin ich? Ja, guck mal. Du musst zu mir rennen. Franz, bist du da hinten in der Tür? Warte, ich komme zu dir, Franz. Keine Sorge. Du bist dort. Du musst keine Angst haben. Franz, mach die Tür auf. Wir sind deine Freunde. Oliver, du hörst dich aber ganz böse an. Nein, ich hab nur ein bisschen Hunger. Das ist mein Magen, der grummelt. Keine Sorge. Magenverstimmung. Komm raus, dann zeige ich dir meine ID, Franz. Hier, ich hab dir was zu trinken dagelassen. An dieser Position kann ich nur Arsch. Hey, Franz, ich bin zurück. Hast du meine Pfanddose gefunden? Ich würde mich darüber freuen, wenn die jetzt einfach die Stimmen von uns übernehmen würden. Vielleicht musst du dafür den Ingame-Chat benutzen, damit das Spiel deine Stimme scannen kann und sie nachahmen kann. Entity! Entity. Die waren auch eben unsere Freunde. Hallo, da kommt einer, Leute. Renn. Mach auf! Wir opfern Edwin wieder. Wie asozial seid ihr eigentlich? Ach, bist du echt draußen gestorben? Hey, da steht ein Drink. Nein, aber ich stand draußen, ihr habt zweimal zugemacht. Ah, kannst du nicht machen. Oh mein Gott! Einfach Türen aufmachen! Alter! Ich stand hier draußen, konnte das alles für Genuss. Wer hat die Tür aufgemacht? Weiß ich nicht. Ja, hat die Tür aufgemacht. Ja, das muss das Monster gewesen sein. Die sind intelligent, Pascal. Ich stand wirklich vor der Tür, hab gesagt, er kann die Tür nicht aufmachen, auf einmal geht die Tür auf. Das muss das Monster gewesen sein, aber wir werden leider nie erfahren, was genau dort vorgefallen ist. Wo könnte der Letzte sein? Sie da vorne, wissen Sie, wo ein Schlüssel ist? Benutzt mal Ingame-Chat, vielleicht reagiert er. Hallo, wissen Sie, wo der Schlüssel ist? Franz, ich glaube, der was kommt zu dir und will mit dir über den Schlüssel reden. Oh! Hey! Hast du was über den Schlüssel erfahren? Ah, hier eine Taschenlampe, cool. Ja, Franz, wenn du schon einfach fragst, kannst du ja wenigstens Informationen sammeln. Ja, was? Oh, der letzte Schlüssel. Jetzt wird sich richtig abgeschlossen. Hallo, irgendwer hier? Ich habe meinen Ausweis dabei. Hier hinten bin ich, Oliver, um die Ecke. Um die Ecke? Da habe ich gleich schon vor Wahl. Kommt deine Stimme hier aus diesem Raum, Pascal? Ja. Aus diesem Schlüsselloch? Ich bin Uibu. Ich glaube, wir müssen alle Schlüssel gleichzeitig umlegen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Das wäre glaube ich nicht. Hallo, können Sie mir helfen? Komm, ich brauche hier ein bisschen Hilfe. Boah, wie schnell, Oliver. Ich habe den Schlüssel hier nicht. Guck mal. Ich bin Profi. Oh nein. Here we go again. Ich habe keine Taschenlampe. Kann es sein, dass das immer noch dasselbe Level ist? Ich glaube schon. Ey, hier ist ein Rohr. Wenn ich das Seil noch hätte, könnten wir es beenden. Ja, dann kann einer von uns das beenden. Nee, wir können abwechseln, ne? Ja. Das ist dumm. Ja, du nimmst die alte Weihnachtsbeleuchtung runter und hängst die neue auf. Ganz einfach. Komm, ich lasse einfach schwer bei euch. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Ich glaube, wir brauchen einen Schlüssel für. Ich glaube, da brauchen wir einen Schlüssel für. Glaube ich nicht, das klingt nach Humbug. Okay. Hier unten ist wieder Licht, keine Sorge. Hey, wer sind Sie denn? Können Sie sich ausweisen? Scheinbar nicht. Das war wohl nicht Fosfa. Fosfa, lebst du noch? Ich sehe nichts. Wo seid ihr denn? Oh nein!
Er ist runtergegangen. Was passiert? Ich habe ein Hallo auf der anderen Seite der Tür gehört. Scheint freundlich zu sein. Guten Tag, jemand hier? Oh, was ist hier geschehen? Ich kann nicht runter, das Tod und Verderben. Aber ich sehe doch eh nichts. Pascal, bist du was an der Tür? Dreh dich mal um. Pascal, zeig deinen Ausweis. Ich bin hinter dir. Wie soll ich wissen... Oh, das ist das Franz. Wie soll ich wissen, dass du da echt bist? Hier, das ist übrigens Edwin. Ah, wir haben Edwin gefunden. Wer von euch hat mich blockiert? Oh, ich komm mich verstecken. Ich finde das schön, dass wenn Franz sich versteckt, sein Schatten aber draußen bleibt. Ne, ich bin draußen. Der Schatten wartet draußen, damit man auch weiß, wo er ist. Aber finde ich höflich von Franz, dass er seinen Schatten draußen abstellt, bevor er reinkommt. Zwei bleiben zusammen. Okay? Ey, da hinten steht was Gelbes hinter euch. Was war das denn? Rein. Ich seh nichts! Scheiße. Ist das nicht schön, tot zu sein, Edwin, und einfach zu genießen? Oh, Vorsicht! Da, vor dir! Nee, vor François, da war einer am Laufen. Oh, scheiße. Direkt vor François. Pascal lässt dich zurück, Franz. Was war? Komm mal her. Ich glaube, vielleicht habe ich einen Ausweg gefunden. Ja? Ja, da ist irgendein Aufzug oder so. Oh. Wow. Ich bin groß, ey.